live aus Berlin. Das Thema bei Anne Will. Vorbild Österreich. Braucht auch Deutschland eine nationale Obergrenze? Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie da sind. Herzlich willkommen hier in Berlin und natürlich zu Hause. Seit Mittwoch ist Deutschland endgültig der letzte Mohikaner, das letzte der wichtigsten europäischen Flüchtlingszielländer, das seine Grenzen immer noch nicht schärfer absichert und auch immer noch keine nationale Obergrenze hat. Mittwoch hat Österreich eine solche eingeführt. Muss Deutschland jetzt nachziehen? Darüber diskutieren wir und da sind Heinrich Bedford-Strohm, der Vorsitzende des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland. Der ehemalige Bundesinnenminister ist da, Hans-Peter Friedrich von der CSU, der stellvertretende CDU-Vorsitzende Armin Laschet und die Europaabgeordnete der AfD, Beatrix von Storch. Herzlich willkommen. Warum will die Regierung in Wien nun eine Obergrenze? Die große Anzahl von Flüchtlingen überfordert unser System und überfordert unsere praktischen und technischen Möglichkeiten. Es ist also eine Notlösung, ein Plan B, an unseren Grenzen das an Aktivität zu zeigen, das durchzuführen, wovon wir alle überzeugt sind, dass es europäisch besser, weil europäisch der Plan A wäre. Und dieser Wiener Plan B besagt, dass Österreich in diesem Jahr nur noch 37.500 Asylbewerber aufnehmen will. Herr Laschet, ist das eine vorbildliche Entscheidung, die Österreich da getroffen hat? Nein, und sie ist auch etwas eigenartig in dem Zustandekommen. Man sagt, wir beschließen eine Obergrenze und gibt am nächsten Tag mal Gutachten in Auftrag, wie das Ganze denn gehen soll. Die Grenze ist heute immer noch offen. Und es kann auch bis heute niemand erklären, was das denn genau heißt, Obergrenze. Was ist mit dem 37.000 ersten Flüchtling, der kommt? Wie will man die Grenze schützen? Will man Zäune errichten wie in Ungarn? Alles das hat Österreich nicht beantwortet. Und insofern halte ich das für keine besonders durchdachte Entscheidung. Das heißt, Österreich überreißt auch nicht die möglichen Konsequenzen, die die Entscheidung hat? Also Österreich ist Österreich, das müssen die nun selbst entscheiden. Nur für Deutschland halte ich eine Obergrenze à la Österreich für völlig undenkbar. Unser Ziel muss ja sein, den Schutzbedürftigen zu helfen und gleichzeitig die Flüchtlingszahlen zu reduzieren. Und da, aus meiner Sicht, gibt es da nur den Weg, an der europäischen Außengrenze mit den Aktivitäten, die wir im Moment erleben, mit der Verbesserung in den Flüchtlingslagern in der Türkei, mit einem besseren Schutz dort. Damit kann man etwas erreichen. Aber wenn die Menschen erst in Freilassing sind, in Salzburg sind, an der Grenze sind, dann zu glauben, man könnte die da weghalten, abgrenzen, dicht machen, das ist, glaube ich, eine Vorstellung, die A nicht greifen wird. Und die B eine viel größere Gefahr mit sich bringt. Wir gefährden den europäischen Binnenmarkt, die offenen Grenzen. Und das ist meine größte Sorge. Und die haben in dieser Woche auch die Wirtschaftsverbände klipp und klar benannt. Man muss das alles bedenken, wenn man entscheidet. Das ist die allerschlechteste Lösung. Und sie würde Deutschland Arbeitsplätze und Wohlstand kosten, wenn man so vorgeht, wie die Österreicher das jetzt angedacht haben. Sie haben nach Österreich geguckt, aber nicht auf den Mann, der gleich neben Ihnen sitzt, der ja diese Lösung, die Sie als undenkbar bezeichnen, genauso will. Herr Friedrich, überreißen Sie auch nicht die Konsequenzen einer Obergrenzenentscheidung, einer nationalen Obergrenze auch für Deutschland, die die CSU ja schon eine Weile will? Also Reinhold Mitterlehner, den wir gesehen haben, gleich am Anfang von der ÖVP, hat es ja richtig gesagt. Jedes Land hat bestimmte Kapazitäten an Aufnahmefähigkeit. Und wenn diese Kapazitäten überschritten sind, dann wird es schwierig für ein Land, gefährlich für ein Land. Und deswegen muss man ganz klar sehen, es gibt eine bestimmte Obergrenze für jedes Land, unterschiedlich, sicher in den verschiedenen Ländern. Aber eine Obergrenze ergibt sich bereits aus der natürlichen Integrationsfähigkeit. Und diese Obergrenze durchzusetzen, das ist im Grunde Aufgabe der Politik. Aber lassen Sie mich sagen, dass das etwas ist, was ja auch in der CDU ähnlich gesehen wird, wenn ich
Herrn Hasselhoff, dem Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt, höre, der mal gesagt hat, 12.000 wäre die Obergrenze für Sachsen-Anhalt. Wenn ich Julia Klöckner höre, die sagt, Plan A2 bedeutet Tageskontingente. Am Ende geht es um die Grundsatzfrage. Ist ein Land in der Lage, aus eigener Kraft, aus eigenen Gesetzen, aus eigener Souveränität für Ordnung an seinen Grenzen zu sorgen oder nicht? Und die Gegenmeinung sagt, nein, wir brauchen da die Türken und wir hoffen, dass mit ISIS nichts mehr passiert und dass die uns helfen und jene uns helfen. Die Innenministerin von Österreich hat gestern sehr klar gesagt, wir dürfen uns in all diesen Fragen nicht abhängig machen von anderen Staaten und anderen Regierungen. Wir müssen aus eigener Stärke, aus eigener Souveränität handeln. Und das verlangen wir auch für Deutschland. Und da ist es Ihnen dann, wie im Falle oder am Beispiel Österreichs gesehen, erstmal egal, wie sich das umsetzen ließe? Nein, das ist nicht egal. Schauen Sie, ich war auf dem Balkan, da sagen die Sicherheitsexperten zu mir, macht endlich die Grenzen dicht. Wir würden ja gerne, aber das Deutschland, ist Ihr Plan, die aber Grenzen Deutschland, dicht. Nein, es geht darum, dass wir an den Grenzen diejenigen zurückweisen, die nach unseren Rechtsvorschriften keine Einreiseerlaubnis haben. Darum geht's. Aber ich sage nur, was die auf dem Balkan zu mir gesagt haben, die Sicherheitsexperten sagen, Deutschland sitzt wie ein Magnet mitten in Europa und zieht alles an und wir werden überlaufen in Slowenien, in Kroatien, auf dem Balkan. Wenn ihr alle eure Grenzen zumacht, gleichzeitig, dann ist das ein klares Signal auch an diejenigen, die irgendwo in Pakistan und Bangladesch sich heute auf den Weg machen, dass sie erfahren, nein, ihr könnt nicht alle nach Deutschland kommen. Deutschland ist am Ende seiner Möglichkeiten. Das ist die Botschaft, die jetzt auch gesetzt werden muss, weil sonst wird es auch für Deutschland und auch für ganz Europa schwierig. Herr Laschet, Sie haben gesagt, Österreich sieht nicht ab, was es damit auslöst an Folgewirkungen. Sehen Sie möglicherweise nicht ab, was es auslöst, wenn Deutschland weiterhin keine nationale Lösung findet? Denn das sind die Wirkungen, die Herr Friedrich beschreibt. Naja, ich glaube nicht, dass die Wirkung so ist, wie Herr Friedrich sie beschrieben hat. Wenn Deutschland die Grenze dicht macht, richtig dicht, das hat er jetzt ja nicht gesagt, hat auch nicht gesagt, wie die Obergrenze geht. Aber wenn gemeint ist, wir machen dicht, wir lassen niemanden mehr in Salzburg niemanden. Über. Ja, gut. 200.000. Nach unseren Gesetzen. 200.000. Ja. So, das ist Ihr Gesetz, 200.000? So. Nee, nein, aber die Kernfrage ist ja, was passiert denn mit dem Rest? Der Bundespolizei hat ja da ihre Pläne, wie das geht. Einsatzlinie 1, 60 Brücken schließen, 60 Grenzübergänge schließen, in und Salzach Übergang schließen mit Wasserwerfern und Tränengas in der ersten Stufe. Zweite Stufe im Inland Menschen festnehmen. Gibt es genaue Einsatzpläne, kann man heute in der Welt nachlesen. Dritte Stufe, die schon im Land sind, mit Hubschraubern dahin zurückzubringen. So, wenn man das tut, sind sie in Österreich. Wenn Österreich das auch tut, sind sie irgendwann alle auf dem Balkan. Und ob sich die instabilen, gerade mal 20 Jahre alten Demokratien im Balkan wünschen, dass Europa das gesamte Problem auf den Balkan schiebt, mit neuen Instabilitäten, da habe ich meine Zweifel. Dieses Thema, dass man eine gesamte Lösung braucht. Man kann auch nicht die Griechen alleine auf Lesbos mit diesem Thema lassen. Man muss eine europäische Lösung erwirken und die beginnt bei der Außengrenze. Da ist der Punkt, wo man die Menschen gut in der Türkei halten kann, Geld geben für europäische Standards, Bildung ermöglichen in den Flüchtlingslagern, ohne den riskanten Weg auf die See, aber nicht in Salzburg an der Grenze. Also ich bin für die Sicherung der Außengrenzen, das ist völlig richtig. Aber solange das nicht funktioniert, und es funktioniert momentan nicht, müssen wir uns Lösungen in Europa überlegen. Und Entschuldigung, Kollege Laschet, wenn alle Länder auf der Balkanroute am selben Tag ihre Grenzen schließen und nur noch die reinlassen, die nach ihren Rechtsvorschriften rein dürfen, dann ist das Problem am Ende, und da haben Sie völlig recht, die türkisch-griechische Grenze. Aber auch selbstverständlich sind die Griechen in der Lage, eine starke Marine haben die Griechen, sind die in der Lage, auch ihre Grenze zu sichern. Ich bitte Sie, wenn wir so weit sind, dass wir sagen, wir können die Grenzen Europas nicht mehr sichern und wie viele zu uns kommen, steht nicht in unserer Macht, hat die Frau Bundeskanzlerin zu Ihnen mal gesagt. Dann muss ich sagen, hat dieses Land kapituliert und hat Europa kapituliert. Frau von Storch, die CSU hat sich vorgenommen, eine Obergrenze von 200.000 Menschen zu setzen pro Jahr. Sie gehen weiter. Sie sagen, von jetzt an sollte gar kein Flüchtling mehr aufgenommen werden. Sie sagen also eine Obergrenze von null. Meinen Sie das ernst?
Ich denke, dass es gut ist, dass wir überhaupt erstmal über dieses Thema reden. Ich denke, wir sind jetzt in der Realität angekommen. Wir haben schon lange von dieser Realität gesprochen. Wir sind dafür hart angegriffen worden. Jetzt reden wir drüber. Das ist gut. Wir stellen fest, dass wir es nicht schaffen. Bei ungefähr 1,1 Millionen, die jetzt schon angekommen sind. Herr Schäuble will die Steuern erhöhen. Herr Gabriel will die schwarze Null streichen. Und Herr Palmer will jetzt privates Eigentum konfiszieren, weil wir die Kapazitätsgrenzen bereits erreicht haben. Und die großen Verfassungsrichter weisen uns darauf hin, dass die Regierung in unermesslicher Art das Gesetz bricht, die Verfassung bricht und sich einfach nicht mehr daran hält. Das hat jetzt Herr Papier festgestellt. Der spricht von eklatanten Politikversagen. Er sagt, die Kluft zwischen Recht und Wirklichkeit, vielleicht das noch, die Kluft zwischen Recht und Wirklichkeit war noch nie so groß wie jetzt. Und wenn ein Verfassungsrichter sagt, die Kluft zwischen Recht und Wirklichkeit ist zu groß, dann drückt er das natürlich anders aus als ein Normalbürger. Der würde sagen, das ist eine Bananenrepublik. Aber, Frau von Storch, das ist ein Verfassungsrechtler. Nehmen wir den aktuellen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts. Er sagt zum Beispiel, eine Obergrenze wäre verfassungswidrig. Also es gibt wie immer, Sie sind selber Juristin, mehrere Juristen, noch mehr Meinungen. Deshalb zu Ihrer. Wollen Sie die Obergrenze null? Meinen Sie das ernst? Ich meine es ernst, dass die Regierung sich an die Gesetze halten muss. Und die Gesetze sind sehr klar. Wir haben den Paragraphen 16a im Grundgesetz, Absatz 2. Da steht null, drin, ja oder nein? Da wollen Sie nicht drauf antworten. Warum nicht? Weil ich immer in zusammenhängenden Sätzen gerne antworte. Die Verfassung regelt eindeutig, dass ein Anrecht auf Asyl bei uns nicht hat, wer aus einem sicheren Drittstaat kommt. Und es gibt ein Asylgesetz, da steht drin, die Einreise ist einem Ausländer zu verweigern, wenn er aus einem sicheren Drittstaat einreist. Insofern, wenn wir uns an dieses Gesetz halten würden, und das hat die CDU, das hat die CSU, das hat die SPD, die FDP 1993 in das Grundgesetz geschrieben, also das ist Konsens gewesen, dass dieses Asylrecht eben nicht mehr besteht für die aus sicheren Drittstaaten, dann brauchen wir keine Obergrenze, denn dann halten wir uns einfach an die geltenden Gesetze und nach den geltenden Gesetzen dürfte über die österreichische Landesgrenze keiner einreisen und bei uns Asyl beantragen. Eine sehr einfache Lösung. Wie wollen Sie sie sichern, die Grenzen? Schauen wir, was unsere Nachbarn gemacht haben. Schauen wir, was in Skandinavien passiert ist. In Skandinavien, Norwegen, Schweden, Dänemark schließen die Grenzen. Mit welchem Effekt? Es kommen fast keine Menschen mehr an. Es spricht sich herum. Ich glaube, das, was wir jetzt verlangen müssen, ist, dass die Bundeskanzlerin sich hinstellt und sagt, unsere Willkommenskultur ist beendet. Wir sind nicht mehr aufnahmefähig. Wir schließen jetzt die Grenzen. Sie muss dieses Signal in die Welt senden. Denn das größte Problem, das wir haben, ist das Signal, das Frau Merkel ausgesendet hat in die Welt. Sie hat den Magneten angestellt. Herr Friedrich hat das eben auch gesagt. Sie hat einen Magneten angestellt, sodass immer mehr Menschen kommen. Herr Müller, im Entwicklungsminister, hat in Kreuth gesagt, dass 8 bis 10 Millionen Syrer und Iraker im Moment bereits auf dem Weg nach Europa sind. 8 bis 10 Millionen. Das heißt, das größere Problem, das noch kommt, ist noch gar nicht das da. 1,1, das hat Herr Müller, die Zahlen hat er gesagt. Das hat er gesagt. Er hat freilich nicht gesagt, dass die nach Deutschland alle kommen, aber er hat gesagt, dass sie sich auf der Flucht befinden. Der Bild am Sonntag Interview gegeben, das hat er wohl gesagt. Herr Bedford-Strom, Herr Friedrich, Frau von Storch sagen, wenn um uns herum alle nationale Lösungen finden, dann kann sich Deutschland daran nicht raushalten, muss auch eine nationale Lösung finden, zumal die europäische Lösung, für die Frau Merkel ist, auch Herr Laschet ist, im Moment nicht in Sicht ist. Sind Sie auch der Meinung? Was ich befürchte, ist eine Chaotisierung Europas, wenn diese Vorschläge wirklich umgesetzt werden. Das dient niemandem. Das dient nicht den Menschen hier und es dient natürlich auch nicht den Menschen, die in schwerer Not sind. Die dürfen wir auch nicht aus dem Blick verlieren bei der Debatte jetzt um diese Frage. Deswegen möchte ich wirklich mal, dass wir zur Sachlichkeit zurückkehren. Humanität und Sachlichkeit, das sind die beiden Punkte, an denen wir uns orientieren müssen. Und dazu gehört jetzt mal genau zu hören, was eigentlich passiert. Wir waren eben schon am Beginn. Herr Laschet hat völlig zu Recht auf die Konsequenzen hingewiesen. Ich möchte jetzt wirklich mal genau hören, wie Sie sich das vorstellen, wenn einer nach dem anderen die Grenzen schließt. Was passiert eigentlich mit all den Menschen? Mit denen haben wir nämlich als Kirchen sehr viel zu tun. Wir sind international vernetzt. Auf meinen Schreibtisch kommen die Geschichten von den Menschen. Die kommen nicht aus Lust und Laune in ein anderes Land, sondern die sind in schlimmer Not. Da geht es um Leben oder Tod. Und wer jetzt hier solche Begriffe in die Welt setzt und es nicht nur Symboldebatten sind, das ist nämlich meine Befürchtung, der muss jetzt mal ganz genau sagen, was am Ende dieser ganzen Kette bleibt und was eigentlich mit den Menschen passiert, die dann aus der EU rausgehalten werden. Herr Friedrich. Okay.
Lieber Herr Bedford-Strom, Sie sprechen von Chaotisierung Europas. Ja, wir haben eine Chaotisierung Europas. Wir haben sogar inzwischen schon in Teilen, in Regionen Chaos in Deutschland. Das muss man ganz klar sehen. Und wir müssen deswegen dagegen auch Maßnahmen ergreifen. Ich glaube, dass wichtig ist, und als Christen, denke ich, kann man auch über die Frage reden, was ist christliche Nächstenliebe, was ist unsere Pflicht? Darum geht's. Unsere Pflicht ist, den Menschen in ihren Ländern eine Perspektive zu bieten. Wenn ich höre, dass sich Menschen aus Afghanistan, aus Pakistan, aus Bangladesch, aus Indien auf den Weg machen, müssen wir doch hergehen und müssen die Entwicklungshilfe, darüber die Gerd Müller, doch völlig einig verstärken. Das ist doch nicht kontrovers. Wenn Menschen fliehen müssen aus ihren Ländern, dann müssen wir in der Nähe ihrer Heimat, Sie wollen ja auch wieder zurück in ihre Heimat, das ist nicht kontrovers, müssen wir ihnen Perspektiven geben. Das aber Sie können doch nur haben. Eine begrenzte Anzahl, Sie auch als ich würde jetzt wirklich Mensch gerne eine Antwort auf diese Frage haben. Sie können doch immer nur kommen. Eine begrenzte Anzahl zu sich holen. Sie würden doch auch nicht eine unbegrenzte Anzahl von Hilfsbedürftigen zu sich ins Haus holen. Ich will wirklich jetzt mal jetzt eine Antwort wir, auf die Frage, was passiert, wir, wenn Ihr Vorschlag umgesetzt jetzt wird. Das möchte ich jetzt klar wirklich mal hören. Das Signal in die Welt geben, ihr könnt nicht alle zu uns kommen. Ihr braucht euch gar nicht auf den Weg machen. Denn es ist auch nicht sehr christlich, den Menschen Hoffnungen zu machen, die sich gar nicht erfüllen lassen. Herr Friedrich, macht sich derjenige, der dafür plädiert, die Grenzen zu schließen, macht er sich schuldig am Leid der Menschen? Nein, es geht darum, wie gesagt, ein klares Signal zu setzen und den Menschen in ihrer Not zu helfen, vor Ort, in den Flüchtlingslagern. Wie soll denn, Entschuldigung, jetzt sagt Frau Merkel, ich sag mal mit den Türken, die kriegen ein paar Milliarden, die sollen das Problem lösen. Die Haltung der Bundesregierung. Wie sollen die das lösen? Da gehört die CSU zu. Das wollen wir lieber gar nicht wissen, wie die Türken das lösen. Ja, freilich. Oder was heißt das? Ich sage Ihnen, wir müssen das klare Signal setzen. Und Sie dann müssen wir den Menschen. Die Frage war doch. Ja, es geht nicht um Signale. Eine besondere. Die an der griechischen Grenze stehen und nicht mehr nach Europa kommen, müssen halt in der Türkei bleiben. Und da müssen wir ihnen helfen. Herr Laschet, macht sich der die Grenzen schließt, der die Kaskade will, in die Balkanläden erzählt, der eine Obergrenze will, so wie es Herr Friedrich und auch Frau von Storch wollen, macht er sich schuldig am Leid der Menschen? Nein, das ist eine zu große Kategorie. Es geht da um die. Es geht, bin ich Herrn Bedford-Strom sehr dankbar. Das war aber seine Kategorie. Es geht erstmal um eine Differenzierung. Ja. Asyl ist für Schutzbedürftige. Mhm. Und Schutzbedürftigkeit kennt prinzipiell keine Obergrenze. So ist das Grundgesetz. Das ist der erste Satz. Zweitens. Der zweite Satz lautet, wir werden nicht jedes Jahr 1 Million Menschen aufnehmen können. Das steht im Grundgesetz? Nein, das ist meine zweite These. So. Das ist doch auch eine Obergrenze. Und wie reduzieren wir das? Man hört es, wenn man mal kurz zuhört. So, deshalb muss man differenzieren, wer kommt wirklich schutzbedürftig. Wir haben in der ersten Hälfte 2015 40% Menschen gehabt, aus den Demokratien des Balkans, EU-Beitrittskandidatenländer, sichere Herkunftsländer. Wir haben dann erreicht, Bundestagsbeschluss, Bundesratsbeschluss, sicheres Herkunftsland werden diese Länder, Serbien, Mazedonien, Albanien und andere. Genau. Seither geht die Zahl zurück. Wir haben noch 2-3% aus diesen Ländern. Das hat gewirkt. Jetzt kommen viele, das hat Kollege Friedrich beschrieben, aus Algerien, aus Tunesien, auch aus Afghanistan, nicht alle aus dem syrischen Bürgerkrieg. Mhm. Und da werden weitere sichere Herkunftsländer erforderlich sein. Aber nicht Syrien. Und deshalb, aber nicht Syrien. So, und diese Differenzierung muss man vornehmen können. Und dann ist die Frage, wenn man diesen Entschluss hat, wie können wir die Zahl reduzieren? Und da habe ich bis zur Minute von niemandem eine Antwort gehört, wie das in Salzburg gelingen soll, mit dem Zurücktreiben auf den Balkan. Meine Antwort ist... Kein Mensch ist, spricht von Zurücktreiben. Zurückweisen. Ist, ja, ja, der Herr Innenminister... Wie soll es machen? So, wie soll es konkret sagt, aussehen? Du kommst hier nicht rein. Ja. Paragraph 18 des Asylgesetzes sagt, jeder ist zurückzuweisen, der ohne gültige Visapapiere, Einreisepapiere an Absatz der deutschen 2. Grenze auftaucht. 18 Absatz 2. Das ist ein Teil. Die Bundesregierung setzt dieses Gesetz nicht um. Ein vom deutschen Bundestag erlassenes Gesetz wird nicht umgesetzt von der Bundesregierung. Es gibt die, das ist die Verfassung. Verfassungsrechtlich kritische Situation. Es ist genau klar, dass in der Dublin-Verordnung genau das vorgesehen ist, was heute ausgesetzt passiert. Worden ist. Und die gleichen schlauen Bundesverfassungsrichter, die jetzt Gutachten schreiben, wie man die Grenze sichert,
haben zuvor, als sie noch Verfassungsrichter waren, entschieden, dass beispielsweise nach Griechenland nicht zurückführen darf. Das ist ein objektives Hindernis. Und deshalb finde ich, lass uns doch pragmatisch über die Frage sprechen, wie kann man das, die Zahl reduzieren? Und da ist meine Antwort. Und deshalb ist die Türkei der Schlüssel. Wenn im Flüchtlingslager, da sind wir ja sogar einig, nahe der syrischen Grenze gute Bedingungen sind, europäische Standards eingehalten werden, die Kinder Bildungsmöglichkeiten haben und die Schlepper gleichzeitig bekämpft werden, dann wird keiner mehr auf die See gehen. Und da arbeitet jetzt die Bundesregierung dran. Das soll auf einem europäischen Gipfel im Februar zu einem Entschluss kommen, wo ich übrigens auch glaube, dass auch Polen, dass auch Ungarn, dass auch andere an dieser Frage jedenfalls ein Interesse haben. So, und dann werden die Zahlen sinken. Und das ist doch das, wo wir uns im Ziel einig sein sollten. Zur europäischen Lösung gehört auch immer dann die Verteilung der Flüchtlinge auf die Länder. Nicht unbedingt. Wenn die Zahl sinkt, ist das ein komplizierteres Problem. Da hat allerdings, als Herr Friedrichner Innenminister war, Deutschland immer gesagt, die EU soll sich da bloß raushalten. Ich habe ein Kontingent von 10.000 Flüchtlingen. Ja, aber das war das größte Kontingent in Europa als Innenminister nach Deutschland. Ja, das stimmt, aber die These war... Einverständnis der Länder. Wollen wir bei der Wahrheit bleiben? Die Wahrheit war, die EU-Kommission soll sich da bloß raushalten. Das ist Sache des Nationalstaats. Das können wir alles besser. Das Kontingent gab es, aber im Prinzip wollte man keine europäische Zuständigkeit. Da waren die Flüchtlinge allerdings alle in Lampedusa. Wir haben doch ein europäisches Asylrecht, Kollege Laschet. Und jetzt sind wir an dem Punkt. Wir haben ein europäisches Asylrecht, das ist vom Europäischen Parlament verabschiedet. Und da gibt es Kontingente drin? Es gibt keine Kontingente drin. Sehen Sie, das ist aber genau das, worauf wir hinarbeiten. Aber Entschuldigung, unsere Kollegen in den anderen Ländern wollen keine Kontingente. Für wie wahrscheinlich halten Sie die europäische Lösung, die Herr Laschet und auch Frau Merkel wollen? Ich denke, die ist bereits gescheitert. Wenn wir uns anschauen, was unsere europäischen Nachbarländer erklären und wie sie agieren, dann sind sie nicht bereit, an dieser Lösung mitzuwirken. Und ich glaube, das zentrale Problem, was wir haben, ist, dass durch die Willkommenskultur, die verkörpert wird durch Frau Merkel, der Magnet in die Welt so stark ist, dass eben so viele Menschen kommen, dass wir als Deutschland jetzt ein Problem für unsere ganzen europäischen Nachbarn werden, an denen wir das aus Österreich. In Österreich ist kein Krieg. Leute erleiden schlimmes Leid dort. Und deswegen ist der Druck so groß, dass Menschen irgendwo hin müssen. Und unser Verantwortungshorizont endet nicht an den nationalen Grenzen. Deswegen heißt Verantwortung, dass wir überlegen, wie können Menschen, die in solchen schlimmen Situationen sind, wie können die irgendwo Zuflucht finden? Und zwar menschenwürdig Zuflucht finden. Und da gibt es viele verschiedene Punkte, an denen man ansetzen muss. Sie haben welche genannt. Aber Sie können nicht alle zu uns kommen. Da sind wir uns doch einig. Da sind wir uns völlig einig. Das hat noch nie irgendjemand gesagt. Das ist doch völliger Unsinn. Und jetzt sagen wir, wo ist die Grenze? Sondern es ist immer klar, dass wir gemeinsam überlegen müssen, wo diese Menschen hin können. Wie wäre denn Ihre Lösung? Der Libanon hat 1,1 Millionen Flüchtlinge aufgenommen bei einer Bevölkerung von 5 Millionen. Sie haben schon genannt, die Türkei 2,5 Millionen inzwischen. Jordanien 660.000, alles kleine Länder. Die haben auch noch viel größere Probleme wegen ihrer Armut, mit den Menschen zurechtzukommen. Und da müsste es doch Europa gelingen, mehr als 1 Million Menschen in einem Kontinent, wo 500 Millionen leben, aufzunehmen. Und daran müssen wir arbeiten. Aber Deutschland alleine, finden Sie auch, kann diese 1 Million Flüchtlinge verkraften? Ich glaube in der Tat, dass es wichtig ist, dass wir es erreichen, dass weniger Menschen hierher kommen. Das glaube ich auch. Mit den Mitteln, die jetzt schon geschildert worden sind. Nicht so, dass man mit Militär die Grenzen sichert. Das ist nicht der Weg, sondern so, dass man an den verschiedenen Punkten, wo man die Bedingungen der Menschen verbessern kann, dass man da wirklich beherzt mal handelt. Die Fluchtursachen, das ist allgemeiner Konsens. Die haben natürlich Vorrang. Deswegen freue ich mich, dass jetzt hoffentlich die Syrien-Konferenz in Genf stattfindet, dass da die zarten Beginne von möglichen Lösungen, dass die wirklich vorankommen. Und dann die anderen Dinge sind, dass wir ja so lange zugeschaut haben. Und wir als Kirchen, wir sind ja in den Flüchtlingslagern da präsent mit der Diakonie Katastrophenhilfe, den anderen Organisationen. Da hat man die Rationen abgesenkt, dass unter 20 Dollar pro Monat die Menschen gehabt haben. Da braucht sich doch kein Mensch wundern, dass die Leute sich auf den Weg machen. Und daran müssen wir arbeiten. Da wird jetzt auch gearbeitet. Es gibt eine große Geberkonferenz in London. Da wird sehr viel Geld zur Verfügung gestellt. Und das sind die Punkte, die wirklich wirken.
Herbert Furtstrom, Sie haben sich ja im September die Situation der Flüchtlinge angeschaut. Sie waren in Ungarn am Bahnhof in Budapest und Sie waren auch an der ungarisch-serbischen Grenze, wo damals schon ein Zaun gebaut wurde, an dem Sie, wie wir auf den Bildern sehen, entlang gegangen sind. Wie lange kann Deutschland das unter der berühmten europäischen Lösung laufen lassen, dass es sich in Wahrheit darauf verlässt, dass andere sich die Finger an den Grenzzäunen schmutzig machen. Nicht Ungarn ist da zwingend mit gemeint, aber die Länder, die alle dazu beitragen, und nehmen wir an die Türkei zu Griechenland, dass sich die Zahl der Flüchtlinge auch reduziert. Denn so habe ich Sie gerade verstanden, dass Sie das wollen. Ich glaube, dass jedenfalls man nicht die Verantwortung immer anderen Ländern zuschieben kann. Das ist übrigens der Fehler des Dublin-Systems von Anfang an gewesen, dass auch Deutschland gesagt hat, man soll das Problem in Anführungsstrichlein an den Außengrenzen lösen. Und es ist nun ausgerechnet Griechenland, Italien, Spanien, Griechenland, das Land, was am schwächsten ist. Wir haben die Diskussion über Jahre jetzt mitverfolgt. Das soll die gesamte Flüchtlingslast da abfangen. Das konnte gar nicht funktionieren. Und deswegen ist es ganz klar, dass wir zu einem neuen Flüchtlingsverteilungssystem und zu einer neuen Flüchtlingspolitik in Europa kommen müssen. Als ich in Ungarn war, habe ich auch mit Menschen gesprochen, auch in politischer Verantwortung, aber natürlich vor allem in den Kirchen, über die Frage, wie es eigentlich gelingen kann, gerade dann, wenn das Wort christlich ins Zentrum gerückt wird und man mit dem Wort christlich und christlichem Abendland begründet, dass man Menschen abhält, davon zu kommen. Ein grundsätzlicher Widerspruch in sich, dass man darüber ins Gespräch kommt, gerade von Seiten der Kirchen, und zu sagen, was heißt christlich eigentlich? Christlich muss doch heißen, dass Gottesliebe und Nächstenliebe untrennbar miteinander verbunden sind. Das kann doch nicht heißen, dass man Menschen mit Stacheldrahtzäunen abhält. Und da haben wir jetzt zwei Konferenzen inzwischen schon gemacht, wo Kirchenleitende aus ganz Europa zusammengekommen sind und wir uns verpflichtet haben, jeweils unsere Regierungen daraufhin zu behaften, dass sie auch bereit sind, Flüchtlinge aufzunehmen. Das ist unser kleiner Beitrag als Kirchen jetzt auch international. Ich habe Frau von Storch gerade gefragt, für wie wahrscheinlich sie eine europäische Lösung hält, die ja damit einhergeht, dass auch Flüchtlinge verteilt werden sollen. Für wie wahrscheinlich halten Sie sie? Es ist schwer. Es gibt viele Gründe zu sagen, das kann nicht funktionieren. Es gibt viele Anzeichen, dass die Regierungen dazu nicht bereit sind. Aber ich sage noch mal, wir dürfen da nicht locker lassen. Europa ist ein großes Friedensprojekt. Und wenn das jetzt nicht gelingt, dann bricht Europa auseinander. Das können wir nicht zulassen. Deswegen müssen wir diejenigen unterstützen, nach Kräften unterstützen. Und ich sage, wir Kirchen sind bereit dazu, dass sich dieser Gedanke ausbreitet, dass Flüchtlingspolitik immer eine gemeinsame Verantwortung sein muss. Wie lange, Herr Laschet, kann die Bundesregierung vertreten, besonders durch Frau Merkel, die in der Position sehr klar ist, wie lange kann die Bundesregierung das aushalten, dass sich die Gemeinsamkeit nicht zeigt, dass man sich darauf verlässt, dass andere für uns gleichsam sich die Finger schmutzig machen an den Grenzzäunen und wir eine eigene Lösung nicht suchen? Also ich würde noch mal aus dieser Frage ableiten, also für uns als C-Partei ist natürlich das Wort der Kirchen, hat eine gewisse Bedeutung. Ist ja nicht so, dass man das einfach beiseite schieben kann, auch wenn das nicht immer deckungsgleich ist mit dem, was die Kirchen aus ihrer Verantwortung her sagen. Aber Relevanz hat es. Und der zweite Teil ist die wirtschaftspolitische Relevanz. Wenn Deutschland morgen entscheidet und Frau von Storch, der das ganze europäische Projekt nicht passt, der auch der Euro nicht passt, kann da leicht den Schritt machen, wir machen wieder Nationalstaaten und nationalstaatliche Grenzen. Aber in dieser Woche hat sich die deutsche Wirtschaft artikuliert. Das Handwerk, der BDI, die Arbeitgeberverbände, die viele Millionen Arbeitskräfte in Deutschland auch vertreten. Und die haben gesagt, wenn Schengen scheitert, wenn jeder Staat wieder nationalstaatlich Grenzen errichtet, das will der Kollege Friedrich nicht, aber manche wollen das. Die sehen darin die Lösung. Wenn das kommt, heißt das, bei dem Handelsvolumen, das Deutschland hat, wenn man nur 0,4% Wartezeiten an Grenzen wieder rechnet, 10 Milliarden Schaden für Deutschland. Das ist objektiver Anzug. Wir handeln mehr mit Großbritannien, China und den USA als mit Frankreich. Storch, das, was das Handwerk, was Handwerksmeister, was die deutsche Wirtschaft sagt, für Unsinn erklären, ist in Ordnung. Ich nehme das nur ernst.
und sage Ihnen, dieser Binnenmarkt, wo Wertschöpfungsketten sind, wo Güter hin und her gebracht werden, in einer bestimmten Zeit geliefert werden müssen, wenn die demnächst wieder alle an Zollhäuschen stehen, wenn wir wieder all die Grenzer haben, wo man Wartezeit vertut, ist das Projekt des europäischen Binnenmarktes gefährdet. Warum handeln und auch wir so mehr etwas, mit Großbritannien als mit so, Frankreich? Auch so wir etwas, Frau von Storch, muss eine Bundeskanzlerin im Blick haben, ehe sie leichtfertig sagt, wir machen einfach die Grenzen dicht. Und wie erpressbar macht sich die Bundeskanzlerin damit? Wie erpressbar macht sich Frau Merkel damit, etwa gegenüber der Türkei, auf die sie jetzt dann sehr, sehr dringend angewiesen ist? Wir müssen langsam mal wieder in der Realpolitik dieser Welt ankommen. Ja, wie, deshalb frage ich wie das. Abhängig machen wir uns, wie abhängig machen wir uns von Herrn Putin, wenn wir ihn brauchen für eine Lösung in Syrien? Die Welt ist so. Russland ist eine wichtige Macht. Und deshalb ist es gut, dass Herr Putin jetzt in Syrien mitwirkt. Ohne ihn geht es nicht. Trotzdem die halten wir die Sanktionen gegen Russland aufrecht. Aber man kann doch jetzt nicht nur mit den Menschen, die man alle gerne lieb mag, sondern man muss Politik machen mit denen, die da sind. Und der syrische Krieg wird nur beendet, wenn Russland, die USA, wenn die Europäische Union, Saudi-Arabien und Iran, was schwer genug ist, mitkämpfen gegen IS. Wenn das nicht passiert, wird der Krieg noch lange weitergehen. Das ist mühsam, aber man muss daran arbeiten. Und das gilt auch für Herrn Erdogan. Ob der mir gefällt oder nicht, er ist derzeit Staatspräsident der Türkei. Und in der Türkei sind 2,5 Millionen Menschen. Und wenn die Türken sagen, wenn ihr uns helft, dass wir die 2,5 Millionen gut ernähren können, gute Bildung machen können, europäische Standards hierher bringen können und ihr Europa uns nicht alleine lasst, dann helfen wir, das Schleppertum zu bekämpfen, was ein riesiges mafiöses Geschäft ist. Und das findet statt zwischen 2 NATO-Staaten, Griechenland und der Türkei. Auf 20 Kilometern entwickelt sich organisiertes Verbrechen in ganz gefährlicher Form. Und woran, das ist, Herr Laschet? Das ist Realpolitik, mit ihm zu reden. Und woran könnten wir jetzt schon festmachen, dass Europa die Türkei nicht alleine lässt und dass Europa eine gemeinsame Idee hat? Zum Beispiel nicht an der Verteilung der 160.000 Menschen, wovon bislang immer noch erst 322 verteilt sind. An dem Teil muss man weiter arbeiten. Ich habe nur eben das Problem beschrieben. Bis zum Juli 2013 hat Deutschland auch gesagt, wir wollen keine Kontingente. Jetzt sagen wir plötzlich 180 Grad. Außer die 10.000. Ja, nicht nur Friedrich, auch andere. Nein, Deutschland wollte nie Kontingente. Nie. Hat mal einzeln zugestanden. Wir nehmen mal 10.000. Aber einen europäischen Verteilschlüssel haben wir immer abgelehnt. Und jetzt gehen wir nach Europa und sagen, jetzt wollen wir einen europäischen Verteilschlüssel. Die Antwort ist richtig. Wir brauchen einen europäischen Verteilschlüssel. Wir brauchen übrigens auch eine europäische Grenzschutzpolizei. Wir schaffen bei uns den Zoll ab. Der marschiert jetzt in Bäckereien und prüft den Mindestlohn. Manchmal hoch bewaffnet, wenn Sie da mal die Bäckermeister hören. Und die Griechen lassen wir völlig allein mit dem Schutz der Grenze. Also muss ganz Europa das als seine Aufgabe wahrsehen. An den Fragen wird gerade gearbeitet. Aber wir sind in Europa, mit Verlaub, völlig isoliert. Die anderen Länder wollen entweder nur ganz wenige Flüchtlinge nehmen oder gar keine nehmen. Und ich denke, dass wir dem europäischen Gedanken wirklich einen Tort antun. Dass wir wirklich den europäischen Gedanken gefährden, wenn wir sagen, wir zwingen euch jetzt, ihr Tschechen, ihr Ungarn, ihr Polen, ihr Franzosen, so viel zu nehmen, wie wir Deutsche für richtig halten. Ich halte das für eine ganz gefährliche Politik. Und deswegen sind der europäische Gedanke in Europa absurd und lieber Herr Bedford-Schlob, ich wollte zu Ihnen, das auch noch sagen. Ich lasse das so nicht stehen. Dass es nur christlich sein soll, wenn man unbegrenzt Menschen hierher holt, das Sozialsystem gefährdet, das Gesellschaftssystem gefährdet. Das akzeptiere ich nicht, dass das die einzige christliche Weiche sein soll, mit den Problemen umzugehen. Es geht um die Frage, wie mit den Menschen, die aus ganz bestimmten Gründen, die ich geschildert habe, weil Krieg ist in ihrem Land, gezwungen sind, ihr Land zu verlassen. Wie man müssen mit denen helfen. Darum keine Frage, da sind wir uns einig. Das ist christlich. Aber sie alle hierher zu holen, nicht. Es geht doch nicht darum zu sagen, bitte kommt alle nach Deutschland. Das ist doch Unsinn. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass Leute, die aus faktisch vorhandenen Gründen irgendwo hin müssen, auch irgendwo würdig leben können. Und ich habe ja eben gesagt, dass es notwendig ist, dass Deutschland diese Last nicht alleine übernimmt und auch nicht vorrangig übernimmt, sondern dass viele Länder
Länder daran beteiligt sind. Und wir haben jetzt eben, glaube ich, schon einige ziemlich verheißungsvolle Ansatzpunkte rausgearbeitet, wie das auch wirklich die gelingen Länder wissen kann, noch nichts davon, anstatt ja? nur Schlagworte zu gebrauchen, die am Ende genau das Ziel auch gar nicht erfüllen können. Ich glaube, dass Verantwortung heißt, dass wir eben nicht nur einfach sagen, der Horizont endet an unseren nationalen Grenzen, sondern der Verantwortungshorizont geht eben darüber hinaus. Und deswegen ist es keine Lösung, wenn wir Menschen aus unserem Gesichtsfeld wegkriegen. Wir müssen uns um die Menschen kümmern, egal wo sie sind. Das ist unsere humanitäre Verpflichtung, übrigens auch Europas. Wenn Sie sagen, wenn Sie von Europa sprechen, dann muss man sich mal vorstellen, was das eigentlich bedeutet. Wenn wir in Europa sagen, diese ganzen humanitären Traditionen, die eigentlich unbestritten die ganzen Jahre immer den Europagedanken ausgemacht haben, dass wir die jetzt plötzlich über Bord werfen in einer solchen schwierigen Situation. Sie ist schwierig. Und ich weiß von den vielen Menschen, mit denen ich ja auch spreche, wie schwierig vor Ort manchmal die Situation ist. Aber ich sehe auch, dass viele Menschen, allein in den evangelischen Gemeinden, 120.000 Ehrenamtliche, sich engagieren und diesen europäischen Gedanken nämlich mit Leben füllen, weil sie da sind, die Menschen wirklich begleiten und ihnen helfen, dass sie am Ende eben doch integriert werden können. Das ist der Weg, den wir gehen müssen. Und diese Menschen müssen wir ermutigen. Aber dieser Weg hat möglicherweise auch Grenzen. Die Verantwortung haben Sie angesprochen und Sie haben auch nach innen geschaut. Das hat auch der Bundespräsident Joachim Gauck getan. Diese Woche hat er eine Rede gehalten vor dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Und da hat er davon gesprochen, was die Voraussetzungen dafür sein könnten, dass man sagt, man muss die Zahl derer, die herkommen, begrenzen. Eine Begrenzungsstrategie kann moralisch und politisch sogar geboten sein, um die Handlungsfähigkeit des Staates zu erhalten. Sie kann auch geboten sein, um die Unterstützung der Mehrheitsgesellschaft für eine menschenfreundliche Aufnahme der Flüchtlinge zu sichern. Herr Friedrich, also Herr Gauck sagt zwei Dinge. Das erste war, die Begrenzungsstrategie kann moralisch und politisch sogar geboten sein, um die Handlungsfähigkeit des Staates zu erhalten. Ist diese Voraussetzung schon gegeben, dass der Staat nicht mehr handlungsfähig ist? Also ich glaube, wir sind in vielen Bereichen am Ende der Kraft. Das trifft einzelne Landkreise. Wir haben erste Landkreise im südbayerischen Raum, die einfach nicht mehr können, die einfach die diese Menge an Menschen nicht mehr versorgen und aufnehmen können. Aber wir sind, und das hat der Bundespräsident gesagt, einfach mit der Tatsache konfrontiert, dass es eben eine begrenzte Aufnahmefähigkeit gibt. Sie können in eine Schulklasse zwei ausländische Kinder bringen und die sind dann schnell von den 20 Deutschen integriert. Aber wenn Sie in eine Schulklasse 15 Kinder bringen, die sind von 5 Deutschen schwerer zu integrieren. Also die Integrationsmöglichkeiten sind begrenzt. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir vermeiden, dass es in Deutschland Parallelgesellschaften gibt. Gerade hier in Berlin kann man sehen, was passiert, wenn Parallelgesellschaften. Aber wenn wir uns einig sind, lieber Herr Bedford-Strom, dann müssen wir doch die Integrationsvoraussetzungen als Notwendigkeit einfach sehen und sehen, dass es dort Kapazitätsgrenzen gibt. Und das ist die Obergrenze, über die wir reden. Flüchtlinge müssen gar nicht integriert werden, denn Flüchtlinge sind nur so lange bei uns, bis Frieden wieder in ihren Ländern hält. Migranten müssen integriert werden, denn Migranten kommen dauerhaft zu uns. Und wenn wir jetzt uns klar machen, dass die meisten, die hierher kommen, und wir reden jetzt von Syrien und Irak, Flüchtlinge sind, dann sind die nur so lange bei uns, bis wir, und Frau Merkel hat es ja gesagt, wir müssen die Kriege und die Kriege vor Ort lösen. Sie hat also jetzt einen Plan, Frieden für Syrien und Irak innerhalb der nächsten 2-3 Jahre. Und wenn sie das dann geschafft hat, dann gehen diese Menschen zurück in ihre Länder. Also diese Integrationsleistung, von denen immer gesprochen wird, die müssen wir für die ganzen Bürgerkriegs- und Kriegsflüchtlinge nicht leisten. Was die sind nur auf Sollen Zeit wir dann bei nichts uns. Machen? Keine Deutschkurse, keine Beschulung, kein Nichts? Sie müssen ehrlich sein zu den Bürgern. Ich habe Sie, gefragt, ob wir das lassen und sollen. Und ich sage Ihnen, Sie müssen ehrlich sein zu den Bürgern. Und Sie müssen ihnen sagen, dass Sie zwischen Kriegsflüchtlingen und Migranten unterscheiden müssen. Dann seien Sie doch mal kurzfristig ehrlich zu den Bürgern und sagen, was ist mit dem syrischen Kind? Soll das jetzt in der Schule Deutsch lernen? Soll das Bildung bekommen? Oder soll es auf Arabisch unterrichtet werden, weil es zurückgeht? Nein, aber wir müssen natürlich können die hier in die Schule kommen. Aber die das nennt man Integration. Die ganze große Integration. Das deutsche Wort Integration. Man hat den Eindruck. Ich habe den Eindruck, dass Sie artikulieren, dass alle Bürgerkriegs- und Kriegsflüchtlinge, die jetzt zu uns kommen in großen Zahlen, auf Dauer
bei uns bleiben sollen. Und ich glaube, da müssen wir einfach mal differenzieren und wir müssen auch eine Diskussion mal ehrlich führen. Die Menschen, die aus Österreich zu uns kommen, sind keine Flüchtlinge. Die sind nämlich in Österreich nicht verfolgt. Sie sind in Österreich in Sicherheit. Und deswegen müssen wir ehrlich sein und die Diskussion ein bisschen anders führen und feststellen, dass es eben keine Flüchtlinge sind, wenn sie aus Österreich weg wollen. Sie sind in Österreich in Sicherheit. Das ist eindeutig der Fall. Aber und das Frau wäre das Gleiche, wenn die aus Deutschland nach Schweden weiterziehen. Dann sind sie in Deutschland auch nicht mehr verfolgt. Dann tatsächlich, wie Herr Laschet es angetippt hat, wollen Sie dann tatsächlich die Bürgerkriegsflüchtlinge, Familien, Menschen aus Syrien, die von mir aus über Österreich, weil wahrscheinlich werden sie nicht mit dem Fallschirm abgesprungen sein, nach Deutschland gekommen sind, wollen sie nicht integrieren. Da habe ich Sie richtig verstanden. Eben, oder weil Sie sich dann nämlich korrigiert haben, gesagt haben, beschulen wollen Sie sie schon. Wir müssen doch uns klar werden, zu was wir zu leisten imstande sind. Nee, ich möchte wissen, was Sie wollen. Ja, ich möchte, dass wir die Realität zur Kenntnis nehmen und dass wir feststellen, dass wir mit 1,1 Millionen, die wir jetzt hier sind, die sind noch gar nicht integriert. Wir fangen damit an. Wir sind nicht mal in der Lage, sie ordnungsgemäß unterzubringen. Sind wir nicht mal in der Lage. Und jetzt machen wir schon weitere Gedanken und wir laden immer weitere Menschen zu uns ein und wir sind nicht mal in der Lage, 1,1 Millionen Menschen würdig unterzubringen. Wir sind damit schon bereits gescheitert und ich glaube, wir haben uns noch nie in Europa so sehr isoliert als Deutschland, wie wir das jetzt im Moment tun. Ich bin im Europäischen Parlament unterwegs, ich habe britische, polnische, tschechische, slowakische Fraktionskollegen, die mich jeden Tag fragen, was macht eigentlich eure Kanzlerin, was tut sie und was will sie, dass wir tun? Wir zwingen unsere europäischen Nachbarn eine Politik auf und ich glaube, gerade als Deutschland sollten wir diese Rolle nicht wieder übernehmen, dass wir den anderen Ländern diktieren, wie sie ihre Politik zu machen haben, wie sie zu leben haben, wie viele Menschen aus anderen Ländern sie über unsere Kontingente aufnehmen müssen und damit möglicherweise in ihrem Leben beeinflusst werden. Das ist nicht die Rolle, die Deutschland hat. Und ich glaube, dass wir als zentrale Botschaft aus Europa senden müssen. Wir werden nicht weiter die Migranten zu uns aufnehmen. Dieses Signal muss kommen, damit dieser Strom einfach Ihrer Meinung nach reduziert. Ich höre ganz andere internationale Stimmen, das will ich mal sagen. Ich weiß nicht, mit wem Sie sprechen. Aber ich bin ja nun gerade von den antideutschen Polen in einer Fraktion. Ich bin gerade, wie gesagt, von diesen Kirchenkonferenzen zurückgekommen. Ich kann nur sagen, da wird mit Hochachtung von Deutschland gesprochen. Der Generalsekretär des Weltkirchenrats hat es noch mal sehr deutlich zum Ausdruck gebracht. Er hat sogar den Namen Merkel ausdrücklich genannt. Das soll man nicht personalisieren. Es ist Deutschland mit all den Menschen, die hier geholfen haben. Ich glaube, dass das dieses Jahr 2015 für das Ansehen Deutschlands in der Geschichte eine Riesenwirkung haben wird, wenn wir es nicht verspielen. Wenn wir jetzt wirklich sagen, wir nehmen unsere Kräfte zusammen, all die Punkte, die jetzt hier ja auch angesprochen worden sind und die hoffentlich wirken, zusammengenommen mit dem Engagement der Menschen, die jetzt dafür helfen wollen, dass die Leute hier wirklich ankommen können, die zweite Ankunft sozusagen erleben, dann kann das, was Deutschland hier geleistet hat, übrigens auch von den Behörden, von der Polizei, unglaublich, was da geleistet worden ist, dann kann das eine ungeheure Ausstrahlungskraft haben und Deutschland auch langfristig enorm auch nutzen. Ist Deutschland bereits jetzt, Herr Laschet, überfordert? Das war ja der Gedanke, den nicht zuletzt der Bundespräsident aufgeworfen hatte. Ist es schon an einer Grenze zur Handlungsunfähigkeit? Also ich glaube, wir müssen als erstes noch mal klarstellen, das muss ich Frau von Storchner entgegnen, niemand lädt weitere Menschen ein. Doch Frau Merkel. Niemand, auch nicht Frau Merkel. Das ist einfach selbst unter dem Niveau der AfD zu behaupten, Frau Merkel würde Menschen einladen. Frau Merkel arbeitet daran. Frau Merkel arbeitet daran und sagt, dass tagtäglich Schutzbedürftigen zu helfen und die Zahl der Flüchtlinge zu reduzieren, Tag und Nacht in Verhandlungen auf allen Ebenen. Das Asylgesetz des Bundestages ist die größte Verschärfung seit 20 Jahren. Also nehmen Sie Abstand, dass irgendjemand einlädt. Und zweitens, und das finde ich das Bemerkenswerte, das ist Ihre Frage nach der Überforderung. Wir haben hunderttausende Menschen in Deutschland, die sich im Moment bemühen, an der Integration mitzuwirken. Handwerksmeister, kleine Betriebe, die schon da sind, versuchen, in Arbeit zu bringen, in Ausbildung zu bringen. Lehrer bemühen sich, riesen ehrenamtliches Engagement.
die schlagen Sie alle ins Gesicht, wenn Sie denen sagen, die dürfen nicht integriert werden. Selbst wenn sie in 3 Jahren zurückgehen und der Krieg zu Ende sein sollte, schadet es nicht, dass man gut Deutsch gelernt hat, eine anständige Ausbildung hat und dann in sein Heimatland zurückgeht. Sie... So, und Friedrich hatte auch gesagt, Deutschland sei an der Grenze in manchen Teilen, selbst in Bayern, obwohl dieses als Vorbild ist. Die Belastung ist sehr groß, aber ich treffe Bürgermeister, die sagen, wir schaffen das nicht mehr lange. Ich treffe andere, die anpacken. Also meine Stadt Aachen beispielsweise hat 4.000, 5.000 Flüchtlinge. Das ist viel, da engagieren sich viele. Aber es gibt Menschen, die gehen durch Aachen und haben noch nie einen Flüchtling gesehen. Und mir sagen die, ja, wir werden auch noch mehr schaffen, aber nicht endlos, nicht wieder 1 Million. Nur jetzt zu sagen, dieses Deutschland mit der höchsten Beschäftigung sei an der Grenze der Staatsfähigkeit, das halte ich auch für eine Übertreibung. Dann stimmt Ihr Befund nicht, Frau von Storch. Ich glaube, die Realität ist bei den Bürgern längst angekommen. Und ich habe das Gefühl, dass sie den Bezug zur Realität... Ich rede gerade von Bürgern. Ja, ich glaube, die Wahrnehmung, die Sie jetzt hier vermitteln, ist irgendwie offensichtlich im Land anders, in der Mehrheit des Landes. Also ich glaube, in der CDU und bei Herrn Wölki und bei einigen anderen, da ist das sehr ausgeprägt, dieses Gefühl, dass das alles noch zu schaffen ist. Ich glaube, die Bürger in diesem Land haben das Gefühl, sie schaffen es nicht. Und sie sind auch noch nie gefragt worden, ob sie es überhaupt schaffen wollen. Aber sie haben auch mehrheitlich den Eindruck, dass wir es nicht mehr schaffen. Wir haben ein Problem offensichtlich mit der Gewährleistung der inneren Sicherheit, auf jeden Fall zunehmend. Und ich glaube, das ist das, was die Bürger jetzt aufnehmen. Und wenn wir in die Zukunft schauen, dann ist das Problem nicht das, die 1,1 Millionen, die jetzt da sind. Das Problem sind die 8 bis 10 Millionen, die auf dem Weg hierher sind, nach Auskunft des Ministers Müller. Und das ist das kleine Problem. Nein, er hat nicht gesagt, sie kommen alle nach Deutschland. Er hat Europa gesagt, vielleicht meint er Rumänien. Ja, aber das ist eher unwahrscheinlich. Aber darf ich mal Frau von Storch, begreifen Sie es als Ihre Aufgabe in der jetzigen Phase, die Sie als chaotisch beschreiben, die Menschen zu beruhigen? Ja, ich glaube, wir müssen dieses Problem sachlich angehen, weil die Atmosphäre sich in diesem Land aufheizt. Und wir müssen verstehen, dass die Menschen, die zu uns kommen, alles richtig machen. Wenn wir in der gleichen Situation wären wie diese Menschen, würden wir auch in ein Land wie Deutschland gehen, wenn da ein Kanzler steht und sagt, es gibt keine Obergrenze, ihr könnt alle kommen, dann würden wir das auch tun. Wir müssen das Verständnis dafür aufbringen, aber wir müssen gleichzeitig auch verstehen, dass die Menschen in unserem Lande dazu nicht mehr lange willens und in der Lage sind und dass sich dann die Atmosphäre aufheizt. Und ich glaube, dann ist es besonders wichtig, dass wir dazu animieren und sagen, wir müssen dieses Problem lösen. Aber dazu verantwortlich ist die Bundesregierung und in erster Linie die Bundeskanzlerin, die handeln muss. Und sie könnte sehr einfach handeln. Die ganze Problematik an der Grenze stellt sich in einer viel geringeren Form, wenn sie in der Kurzfassung den Magneten abstellt. Sie haben gesagt, Sie sehen es als Ihre Aufgabe an, zu versachlichen. Mein Eindruck war nicht ganz so, ganz ehrlich, wenn ich Ihre Facebook-Posts lese. Einen mag ich Ihnen zeigen, unseren Zuschauern auch. Da habe ich nicht den Eindruck, dass Sie versachlichen wollen. Beatrix von Storch schreibt auf Facebook: Die bald Ex-Kanzlerin Merkel ruiniert unser Land, wie es seit 1945 keiner mehr getan hat. Der Platz in unseren Geschichtsbüchern ist ihr sicher. Und ich nehme Wetten an, wenn sie bald zurücktritt, wird sie das Land verlassen. Aus Sicherheitsgründen. Was haben Sie gemeint damit? Ich habe gemeint, dass die Bundeskanzlerin, was immer mehr besprochen wird, offensichtlich nicht mehr in der Lage ist oder nicht willens ist, dieses Problem zu lösen. Sie könnte es sehr einfacherweise tun. Und ich glaube, dass tatsächlich die Situation, die wir im Moment erleben, die schwerste Krise der Bundesrepublik ist, die wir seit dem Krieg hatten. Und ich denke, dass die Bundeskanzlerin dafür sehr persönlich Verantwortung trägt. Und die Diskussion, es gibt jetzt Unterschriftensammlungen. Wenn Sie sagen, ich nehme Wetten an, wenn sie bald zurücktritt, wird sie das Land verlassen, aus Sicherheitsgründen. Was meinen Sie damit? Damit meine ich, dass das Gerücht war, dass sie nach Chile oder nach Südamerika geht. Das wird auch schon diskutiert. Sich hier absetzt. Also. Ich glaube nicht, dass die Bundeskanzlerin noch lange die Bundeskanzlerin sein wird und dass sie bis September 2017 im Amt sein wird. Die Diskussionen sind da jetzt schon eröffnet und die Situation ist gerade erst am Anfang. Ich glaube, die Situation verschlimmert sich jetzt. Aber Sie geben jetzt zu, auf Basis auch der Reaktionen hier im Publikum,
dass das nicht zur Versachlichung beiträgt, wenn Sie sowas schreiben. Ich glaube, als Europaparlamentarierin, als eine Frau, die gerade gesagt hat, sie nimmt es als ihre Aufgabe an, zu versachlichen. Nein, es geht um die Diskussion, um die Situation der Flüchtlinge in diesem Land. Ja, ich glaube, um die Diskussion, und da haben Sie einen Beitrag geleistet. Ja, man darf die Kanzlerin, glaube ich, kritisieren. Und man kann auch Briefe schreiben oder immer wieder Ultimaten an die Kanzlerin stellen, sie möge doch jetzt bitte etwas ändern. Und ich glaube, das ändert die Situation in diesem Land nicht. Und ich denke, dass die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit so ist, dass die Kanzlerin schwach geworden ist. Sie wird aus den eigenen Reihen angegriffen. Sie hat die Koalition nicht mehr hinter sich. Sie hat auch die Bevölkerung nicht mehr hinter sich. Die Stimmung in diesem Land kippt, weil die Bürger wahrnehmen, dass wir es nicht schaffen. Und lassen deswegen, Sie sich das auch an, Herr Friedrich, also dass Sie mal, zum Kippen der Stimmung und auch mal, zum Frau Unmut Will, gegen die Kanzlerin die Facebook beigetragen haben? Die Facebook von Storch-Exegese interessiert mich überhaupt nicht. Wir müssen den Menschen das Vertrauen geben, dass dieser Staat handlungsfähig ist. Mhm. Dass er Recht und Sicherheit schaffen kann, auch an unseren Grenzen, das Recht durchsetzen kann. Denn wir haben jetzt über Syrien viel geredet und über das, was da vorbereitet wird und vielleicht Erfolg hat, vielleicht auch nicht. Nur es machen sich viele Menschen aus Afrika inzwischen auf den Weg. Wir werden sehen, dass das Mittelmeer im Sommer voller Boote sein wird. Es machen sich Menschen aus Afghanistan auf den Weg, die zum Teil heute Flüchtlinge in Pakistan sind, die in Bangladesch sind. Es machen sich, Gerd Müller erzählt von seinen Reisen als Entwicklungshilfeminister, dass Menschen in Indien ihn ansprechen und sagen, wir wollen auch nach Deutschland. Genau, er macht genau wir das müssen Richtige. Eine Antwort haben auf, die diese, Fluchtursachen zu auf diese Hoffnungen der Menschen. Sie wollen alle nach Deutschland. Und wir müssen ihnen sagen, ihr könnt nicht alle kommen. Wir helfen euch in eurer Heimat. Wir helfen euch in der Nähe. Wir schaffen euch Fluchtalternativen. Das sagt aber ihr doch könnt die nicht alle kommen. Das genau sagt wir doch die müssen, richtige wir Weg. Müssen jedem sagen, der hier hilft. Ohne Erlaubnis sich auf die Grenze zu bewegt. Du kannst hier nicht reinkommen. Und das verlange ich, dass Recht und Gesetz und Ordnung an den Grenzen wiederhergestellt wird. Und deswegen diese Lösung, muss es eine neue Flüchtlingspolitik geben. Und geht diese Lösung und die neue Flüchtlingspolitik dann nur ohne Frau Merkel? Wer sagt das denn? Herr Seehofer insinuiert das, indem er sagt, bitte, das es geht uns Seehofer, um die Lösung. Also, prioritär ist das, die Lösung. Das Land hat immer Vorrang für jeden Politiker, natürlich, selbstverständlich. Es geht nicht um Personen, es geht um Inhalte, es geht um Lösungen, es geht um die Zukunft dieses Landes. Das hat Herr Seehofer gesagt und da hat er völlig recht. Das ist der Punkt. Also wenn Frau Merkel nicht auf ihre Linie einschwenkt, dann kann sie nicht länger die Bundeskanzlerin bleiben. Liebe Frau Will, sie ist doch schon dabei. Schauen Sie, Julia Klöckner hat einen sehr intelligenten Vorschlag gemacht. Sie hat gesagt, wir brauchen Tageskontingente, also Obergrenzen sie pro Tag. Sie gehen weg von der Frage. Und Herr Tauber, der Sprecher von Frau Merkel, hat schon erklärt, das sei ein guter Vorschlag. Daran erkenne ich schon, dass der Tanker sich in eine richtige Richtung bewegt. Ich verspreche Ihnen, Frau Merkel wird diese neue Flüchtlingspolitik demnächst formulieren. Und wenn sie es nicht macht, ist sie nicht mehr Ihre Kanzlerin. Das wird sie, mit Sicherheit, glaube ich. Mein, wird sie das machen, Herr Laschet? Beider Dialog kann man auflösen, weil sie braucht keine neue Flüchtlingspolitik. Sie sagt seit Monaten, wir müssen Schutzbedürftigen helfen und die Zahl der Flüchtlinge reduzieren. Sie hat mit dem Mädchen Rehm diskutiert und das ganze deutsche Volk hat gesagt, wie kann eine Frau so eiskalt sein, dem Mädchen zu erklären, dass nicht jeder hierbleiben kann. Das war die Diskussion von einem halben Jahr. Das ist doch eine irre Diskussion, die steigenden Flüchtlingszahlen, die seit Mai dramatisch ansteigen, alleine auf eine einzige Person zurückzuführen. Hier, wie Frau von Storch sagt, der Magnet, der die Welt einlädt. Die Angela Merkel hat bis August klipp und klar gesagt, keine Obergrenze. Die hat klipp und klar gesagt, es wird nicht jeder hierbleiben können. Asyl ist nur für Schutzbedürftige. Keine Obergrenze. Man hat ihr und hat sich dann was verändert im August? Nein, sie hat weil plötzlich verändert. Hat sie dann sie gesagt, wir schaffen einen Moment, als die Menschen über die Autobahn liefen, entschieden, wie es das europäische Recht auch vorsieht. Keine dass sie Obergrenze. Dass sie geocht, ach, mit ihrer Obergrenze, ihre Untergrenze im Niveau haben wir eben schon gehört. Also. Entscheidung. Dann ist am 13. September die Grenzkontrollen wieder eingeführt worden.
Wir haben heute Grenzkontrollen. Bis zu 3.500 Flüchtlinge können an der Grenze und im BAMF auf der bayerischen Seite registriert werden, erkennungsdienstlich behandelt werden. Das ist alles schon geschafft. 3.500 am Tag. Es kommen derzeit nur Schnitt 2.000, 2.100 mit sinkender Tendenz. Man muss doch mal die Realität, wie sie sich entwickelt hat, seit November, Dezember auch wahrnehmen und dann über weitere Lösungen sprechen. Herr Friedrich hat eben was ganz Wichtiges gesagt, wenn ich das noch sagen darf. Er hat nämlich gesagt, dass die Fluchtursachen auch zum Beispiel in Afrika beseitigt werden müssen und in den Ländern sich was ändern muss. Natürlich. Ich will das noch mal ganz dick unterstreichen. Das ist nämlich was, auch was Entwicklungsminister Müller meint. Wenn Sie Hähnchenschenkel nach Westafrika exportieren aus Deutschland, weil die Handelsvereinbarungen so sind und die so billig sind, dass die Bauern in Westafrika ihre eigene Hühnerzucht nicht mehr aufrechterhalten können, sondern bankrott gehen, dann braucht sich niemand zu wundern. Dann braucht man auch keine Entwicklungshilfe hinterher dahingehen. Deswegen müssen die Handelsstrukturen sich ändern, sodass die Menschen dort in den Ländern wirklich eine Chance haben, eigene Perspektiven zu entwickeln. Deswegen ist Handelspolitik die Flüchtlingspolitik der Zukunft. Übrigens auch Klimapolitik, Flüchtlingspolitik der Zukunft. Im Moment diskutieren wir freilich über die nationalen Lösungen. Wir hatten ja die Frage aufgeworfen, ob eine nationale Obergrenze eine gute Idee sei. Sie hatten gesagt, Herr Laschet, nein, auf keinen Fall. Ich will aber nicht liegen lassen, dass wir einmal uns noch anschauen, den Plan, den Julia Klöckner jetzt entwickelt hat, weil ich daraus jetzt höre, als sei das ein Kompromissvorschlag, der CSU und CDU wieder näher zusammenbringen könnte und der zu einer Lösung führen könnte, von der vielleicht alle Frauen, alle träumen. Ich will es mal kurz sagen, dieser Plan heißt jetzt, finde ich jetzt nicht so wahnsinnig knackig, A2, weil er sollte geplant nicht Plan B heißen, damit sich Julia Klöckner, die auch im Wahlkampf steckt, sich jetzt nicht allzu doll von der Bundeskanzlerin löst. Sie sagt, sie will nämlich keine nationale Obergrenze, aber sie will tagesaktuell angepasste Kontingente haben, die dann jeweils aufgenommen werden. Und die Menschen werden zunächst mal gesammelt werden in Grenzzentren an der deutsch-österreichischen Grenze beispielsweise. Und aus diesen Zentren sollen sie dann entweder zurückgewiesen werden, wenn sie keine Bleibeperspektive haben, oder aufgenommen werden. Ist das ein guter Vorschlag? Das ist etwas, was wir schon mal so ähnlich vor einigen Monaten unter dem Begriff Transitzonen diskutiert haben. CSU-Vorschlag, wo CDU und CSU einig waren, was in der Koalition gescheitert ist. Man hat sich dann darauf verständigt, im Land, in Heidelberg und in Manching und in Feldkirchen, schnelle Verfahren zu machen, nach 2 Wochen entscheiden. Und das, was Julia Klöckner vor allem interessiert, und das interessiert mich auch in Nordrhein-Westfalen, ist die Frage, werden die Menschen erst in die Kommunen überwiesen oder kann man bei denen, die keinen Schutzstatus haben, nach 2 Wochen entscheiden, sie müssen das Land wieder verlassen. Das will sie jetzt etwas näher an die Grenze verlagern. Wenn das technisch möglich ist, spricht da vieles dafür. Heute passiert es aus Manching und aus Feldkirchen. Und aus Heidelberg. Darf ich sagen, es blockiert die SPD in dieser Frage, hat auch die Transitzonen blockiert und ist deswegen zu Recht in den Umfragen in Baden-Württemberg bei 15%. Also auch bei den Sozialdemokraten muss man sich langsam bewegen und begreifen, dass die kleinen Leute am allermeisten von den Folgen der Flüchtlingspolitik betroffen sind. Der Vorschlag ist pragmatisch, finde ich. Es ist kein Kurswechsel. Es ist auf der Linie dessen, was man bisher auch gemacht hat. Sie schlägt dann noch ein paar weitere Dinge vor, wie man das machen kann. Also ich glaube, ein sachlicher Beitrag, der, wenn er umzusetzen ist, das bisherige Prinzip aufrechterhält, keine Obergrenze ist, aber den Prozess etwas gesteuerter und geordneter macht, insbesondere im Interesse. Und wird sowas noch abgestimmt oder macht da jeder, was er will, inzwischen in der Union und sagt, oh, ich habe auch einen Vorschlag? Na gut, das ist nun eine historisch wirklich schwierige Lage, wo viele, viele mitdenken. Und auch, ich würde auch nicht jeden Vorschlag... Sie selber hatte gesagt, einfach mal die Klappe halten am Montag noch und ja, aber nicht mehr. Konstruktive Vorschläge sind Vorschlag immer machen können. Also ich finde das eine sehr gute Idee. Bei den Kommunen Idee. Brennt es. Und ja. Also ich sag mal, wenn ich mich mal jetzt nicht einen Vorschlag aus dem Ärmel schütteln kann, aber wenn es uns gelingt, den Schutzbedürftigen weiter zu helfen, aber denen aus Algerien und Tunesien,
zu signalisieren, auf euch passt das nicht, dann wäre schon viel gewonnen. Und wie man das macht, das muss man erörtern. Die Tagesthemen machen weiter mit nicht zuletzt auch dem Plan von Julia Klöckner, aber ohnehin auch mit der Frage, braucht es nationale Obergrenzen? Thomas, was habt ihr davon vor? Möglicherweise Plan A678? Nee, so weit sind wir noch nicht, kommt aber Anne, zunächst will ich sagen, dass ich mich freue, dass wir uns am Sonntagabend wiedersehen. Ja, wir haben das Thema natürlich auch. Wir schauen unter anderem nach Belgrad, ob dort wegen strengerer Grenzkontrollen mehr Flüchtlinge ausharren. Naja, und wie sich das mit dem Plan A2, bei dem sind wir jetzt genau noch mal verhält, was Sie eben auch schon diskutiert hatten, schauen wir auch noch mal drauf. Und natürlich, wie am Sonntagabend immer, alle Tore der Bundesligaspiele. Gleich die Tagesthemen. Das also jetzt in den Tagesthemen, damit hören wir auf. Vielen Dank an die Runde für die Diskussion. Danke an Sie, meine Damen und Herren, dass Sie da waren. Nächsten Sonntag wieder, 21:45 Uhr. Bis dann. Tschüss.